Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Minecraft Staffel 6, Folge 352. Und wir stehen hier vor der Holzschreinerei, vor der Schreinerei vom lieben Modo Holzkupp. Und der Holzkupp, der braucht jetzt auch mal eine Einrichtung. Ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut hier. Hier sind ja zwei Schornsteine, wo sozusagen der Abzug der Späne rauskommt. Der Abzug der Späne. Hier oben ist dann die Holzverarbeitung, habe ich mir dann so gedacht. Und hier ganz oben ist so ein Lager, würde ich meinen. Also wie so ein Speicher ist ja ein Lager hier oben. Und hier, zack, hier unten ist dann wie so eine Werkstatt für die groben Sachen. Und da werden wir gleich mal beginnen. Wir brauchen nämlich ein wenig Holz. Das haben wir hier. Wir haben auch Falltüren, weiß nicht, ob wir die dann mal brauchen werden. Werkbänke, Zäune und wir brauchen auch, mir fällt gerade ein, wir brauchen Eisen. Eisen, zack, 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 so, so und hier. Wir brauchen Eisen. Wir haben hier Stein, nehme ich an, ja hier, das ist sehr gut. Gucken wir mal, wie wir hier die Säge bauen. Kommt der irgendwie so ran, dass der hier... Ah, das stimmt. Warte mal. Hier ist gerade eine Wand. Wie machen wir das am besten? Zack. So. Und hier unten drunter müssen wir vielleicht noch einen anderen Stein packen. Zum Beispiel diesen Granit, der ist vielleicht etwas stabiler. So. Und da kommt dann die Schneide oben drauf. Wir haben kein Eisen, definitiv nicht. Hier steht eine Tür offen. Da holen wir mal ein bisschen Eisen aus dem Lager. Oder ist hier, nee, das ist eine Werkbank. Gucken wir, ob wir hier noch was haben, aber ich glaube nicht. Hier ist, glaube ich, nur noch Stuff drin. Aber meine lieben Freunde, ich bin jetzt zusammen mit dem Sonnenschein. Ah ne, der ist nicht mehr da. Hier ist eine Kuh. Ist nicht mehr. Nichts entweicht meiner Axt. Außer es ist ein flinker Hase. Aber die sind auch sehr schnell kaputt. Sehr schnell gestorben. So, jetzt. Hunde. Ich guck lieber nochmal nach, ob wir hier. Die Eisengitter brauchen wir nämlich. Eisengitter. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Die Eisenklumpen heißen sie hier. Eisenklumpen. Ja, waren wir schon, müssen auch bald mal in den Nether, beziehungsweise müssen wir ein Räumchen für das Netherportal bauen. Hier kommt dann mal später, ja, der Weg, der führt dann mal hier über den Berg, den habe ich ja begradigt. Und hier muss ich auch noch ein bisschen was wegnehmen, hier kommt dann das Gericht hinten dran, geplöppt, an dem Pöppes des Rathauses. Da habe ich zumindest auch schon mal einen Plan. Deswegen kann man das dann mal als nächstes angehen, wenn ich hier oben fertig bin. Ich weiß, ich mache schon wieder viele, viele Baustellen und ich kann auch endlich mal mein Hähnchen essen. Sehr schön, das gefällt mir. Das gehört auch dazu. Also wenn wir hiermit fertig sind mit diesem Gebäude, dann fangen wir mal an. Zack, das ist die Schneide und da kommt das Holz hier vorne an und liegt hier, upsala, und liegt hier vorne aber auch noch auf so einen Stützbalken. Das ist dann ja durchgeschoben und hinten kommt das dann hier als Platte raus. Das ist der Abzug für das Ganze.
müssen wir hier vorne auch noch ein bisschen was Arbeitsmäßiges hinmachen, dass der Schutz besteht. Zum Beispiel hier so eine kleine Wand hinzimmern. So. Oder vielleicht die Fackel mal wegtun. Zack, zack. Und da haben wir hier auch ein bisschen für Arbeitsschutz gesorgt. Vielleicht noch einen. So. Ein bisschen Arbeitsschutz ist da schon. Da kann ja der die Säge bedient hier an. Ist natürlich jetzt noch nicht fertig, wenn ihr gedacht habt. Da kommt noch ein bisschen was ran. Nur wie hat der Cedric sich das vorgestellt? Cedric hat sich das so vorgestellt. Zack. Und so. Ne, das connectet ja miteinander. Das gefällt mir nicht. Das können wir nicht so machen. Das sieht man auf jeden Fall hier nicht, wo der Abzug ist. Da können wir das ruhig so ein bisschen verwunschen lassen. Machen wir mal so hier. Lassen wir mal so. Und dann warten wir mal ab. Hier auf jeden Fall kommt eine Fackel hin. Das steht fest. Und da auch. Da kommt auch eine Fackel hin. So, hier. Wollte ich gern eine Treppe machen. Hier. Zack. Ach, wir haben noch Treppen. Alles klar. Oder wollen wir die aus... hier. Genau. Nehmen wir doch die. Da ist ein Schaf. Achso, das war die Truhe vom Ansgar. So, machen wir den mal zwei breit. Weil es ist ja eine Werkstatt. So, und in einer Werkstatt gibt es auch viel zu tun. Ich sehe, es wird Nacht. Ich zück mal mein Bettchen. Wir können ja mal hier drinnen schlafen. Leg mich dazu mal dahin. Alles klar. Ja, da hinten wäre auch ein Bett gewesen. Wir haben noch 30 Platten. Und dann legen wir die mal hier oben aus. Das Lied ist immer schlagartig zu Ende. Das ist ganz schön krass. So, hier stellen wir ein paar Werkbänke auf. Denn hier wird straff gearbeitet. An kleinen Sachen. Können wir ja gleich hier so in Reihe aufstellen. Eine hier. Das schaut super aus. Na, wir kommen ja nochmal hier hoch. Müssen noch ein paar... Ach, ich hab doch hier... Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab ich nicht, meine lieben Freunde. Natürlich hier. Da ist es. Bin schon wieder verpeilt heute. Zack. Haben genug Stein bis jetzt. Da kann man auch mal ein bisschen... auf die Pauke hauen. So. Und so. Können wir hier hinten wieder die Treppe hochführen lassen. Haben wir extra schon dafür vorgesorgt, dass die genau an dieser Position anfängt. Wenn mich das nicht täuscht. Und so hier nach oben führt. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Hier fängt sie an. Die gute Treppe.
Und naja, machen wir den noch. Als Schönheitsfaktor. So, hier oben stehen Werkbänke rum. Da können wir auch noch ein paar hier hinstellen. Zack, hier ums Eck. Und da ist noch einer. Hier habe ich mich, glaube ich, verbaut, ne? Jo. Hatte ich mich mal verbaut. Können wir das auch noch so machen. So. Und hier auch noch eine Werkbank hin. Hier geht es nach unten. Können wir auch ein paar Zäune hinpacken. Die hier natürlich. Dass man hier ja nicht runterfällt. Hier oben kann man ja ein bisschen Lager machen. Sozusagen hier die ganzen Holz. Das hier wollte ich hier ran machen an die, an den einen Balken. Hier hängen so Tore dran. Hier ist so ein Treppen. Hier sind Zäune. Die sind ja gestapelt. Den können wir vielleicht dahin tun, nicht hier. Genau. Das sind hier so Halbplatten gestapelt. Und davor vielleicht eine Treppe, dass es ein bisschen komisch ausschaut. Und dann die hier, die Balken. Die können wir ja dann hier das so hin tun. So, und hier vielleicht noch. Kann man so lassen, ne? Und dann stehen hier noch ein bisschen ein paar. Hier kann man zum Beispiel auch noch hier eine Werkbank. Haben wir jetzt keine Werkbank mehr über. Machen wir uns doch eine. Wir haben das nötige Material dazu. Hier kann man da auch noch ein bisschen was hin platzieren. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn, wenn der Hintergrund jetzt schon hier aus diesem Eichenholz besteht. Vielleicht ändern wir das nochmal um. Ja, kann man so lassen. Lass dich mal so. Hier Zäune, die Zäune fehlen noch. Die Zäune fehlen noch. Zack. Die stapeln sich ja schon bis unter die Decke, weil nicht genügend Käufer da sind. Für diese Zäune, diese wunderbaren Zäune. So, müssen wir natürlich auch noch ein paar Truhen machen. Weil das lagert sich da am besten in Truhen, so ein bisschen Stuff. Ich höre ein Skelett, aber das ist im Nachbargebäude hier drin, da ist eine kleine Monsterfalle. Wenn ich da hier und hier was hinstelle und sage, hier ist Arbeitsfläche. So ein bisschen. Wenn man dann das hier noch als Arbeitsplatz nimmt, da kann ja hier der Meister sitzen. Nee. Ein weiter. So. So. Und so. Jetzt haben wir uns verhaspelt, ne? Jetzt haben wir uns verhaspelt. So, auf jeden Fall mache ich mal so, so und der Symmetrie halber so und dann machen wir mal den weg und weil der genug Beinplatz braucht, machen wir das Ganze so.
Na, das schaut jetzt nicht so prickelnd aus. Nee, nee. Machen wir hier so eine Platte in der Mitte. Oh, das hat auch was, ne? Dann hier noch so eine Prömpel stehen. Naja, das nicht so direkt. Wie kann man das denn so? Eine Werkbank. Das stimmt. Das kann man mit einer Werkbank darstellen. Den Prömpel in der Mitte. Ja, die heutige Folge wird etwas länger, also wie ihr seht. Ja, das schaut doch recht gut aus, oder? Wie findet ihr? Ich finde es gut. Ich verabschiede mich in die nächste Folge, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!